Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Enclave. Wir sind gerade beim der verlassene Tempel. Ich würde sagen, fangen wir mal da wieder an. Viertens, der verlassene Tempel. Wir nehmen diesmal nicht die Jägerin, die fand ich echt nicht so toll. Darum nehmen wir einfach mal den Ritter. So, können wir noch mal ein bisschen was auswählen. Zwergenarmbrust. Ist irgendwie besser. Stark und zuverlässig. Kann diese Waffe großen Schaden anrichten. Also kann man einfach für das Geld kann man sich einfach neue Waffen kaufen. Monsterschild. Breitschwert, Langschwert, oh. Ich würde sagen, rüsten wir doch mal... Ah ne, warte, hier noch. Tränke. Ich nehme jetzt erstmal das Schild. Kostentrank, weiß ich nicht. So. Machen wir erstmal so. Ja. Spiel beginnen, da unten. Ich drücke immer falsch. Ein lange vergessener Tempel. Markus hatte recht. Die Banditen der Dregata haben sich mit seinem Schatz im alten Tempel in der Nähe des Dorfes verschanzt. Du musst einen Weg finden, in den Tempel zu gelangen und den Schatz zurückzuholen. Der verlassene Tempel. Finde den Schatz von Markus, dem Händler. Markus muss überleben. Spiel beginnen. Okay. Du musst meine Schätze finden. Ich vermute, dass die Banditen sie irgendwo da drinnen versteckt haben. Die Situation wird immer verzweifelter. Und Seelenheim braucht dieses Gold. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wo man die Waffe wechselt. Ich will ja immer auf 2 drücken, wie letztes Mal, aber jetzt habe ich vergessen. Guck ich mal schnell. Optionen. Controller. Cool. Okay. Fortsetzen. Hä? Habe ich etwa die Armbrust nicht ausgewählt? Eigentlich doch schon, oder? Naja, wir brauchen uns auch nicht so dringend eine Armbrust. Ich hätte es einfach mit dem Gold nicht gereicht und ich habe einfach... Naja, wahrscheinlich lag es daran. Ich guck mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Gold, dann können wir uns vielleicht eine Armbrust leisten, aber... Doch. Ich glaube, es war ein Pfeil. Bin mir aber nicht sicher. Da ist noch was. Noch ein Pfeil. Hey. Ich kann sogar ein bisschen Schaden zufügen, aber... Naja. Okay. Auf geht's, würde ich mal sagen. Da rein. Attacke. So, erster Tod und da schießt noch einer. Wo ist der? Da oben. Oh. Ach so, jetzt wäre schlau, wenn man eine Waffe hätte, ne? Ja, ich meine, wenn man eine Armbrust hätte, na toll. Was ist? Was? Ich mach mal schnell hier nochmal Wenden zur Karte. Wir wollen ja eigentlich schon eine Armbrust haben. Bester Anfang. Okay, so. Da wollen wir nochmal rein. Wir nehmen den Ritter. Da ist doch eine Armbrust. Ich habe doch auch hier ausgewählt.
komisch. Mysteriös. So, ich möchte jetzt hier einfach nur... Ja, wissen wir schon. Es lädt bloß noch. So. Du musst meine Schätze finden. Ich vermute, dass die Banditen sie irgendwo da drinnen versteckt haben. Die Situation wird immer verzweifelter. Und Seelenheim braucht dieses Gold. Hä, warum kann er denn nicht die Waffe wechseln? Vielleicht liegt es einfach am... Nee, am Schild. Oh. Ego-Perspektive. Hä? Nächste Waffe Q. Drücke ich doch. Shift-Q. Ich drücke einfach mal Shift-Q. Shift-Q. Bewegt sich auch nichts. Hm. Ah, ich würde sagen, wir probieren es noch ein letztes Mal. Wenn es nicht geht, dann... ist es halt blöd. Und die Jäger, auf die Jägerin habe ich auch nicht so einen großen... habe ich auch nicht so eine große Lust. Ich nehme jetzt einfach mal die Sachen... Ach so, keine Munition habe ich ausgewählt. Ach so. Dann ist klar, dass es nicht geht. So. Hatte ich das Breitschwert? Ja, ne? Was hier so für Waffen gibt. Ich nehme jetzt einfach mal das Breitschwert und jetzt Spiel beginnen. Mann! Ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann... Habe ich zwar vorhin auch schon gesagt, aber egal. Du musst meine Schätze finden. Sehr gut. Ich vermute, dass die Banditen sie irgendwo da drinnen versteckt haben. Die Situation wird immer verzweifelter. Und Seelenheim... So. Gut. Noch nicht ganz. So, ich gehe erstmal da drüben hin. Aber jetzt geht doch alles. Ist auch eigentlich ganz gut. Hey. Ist doch voll getroffen. Du musst meine Schätze. Ja, ja. Ich vermute, dass die Banditen sie irgendwo da drinnen versteckt haben. Die Situation erster Tod. Verzweifelt hat. Und Seelenheim braucht dieses Gold. Naja. Ich hole erstmal die Pfeile da hinten. Pfeil Nummer 3 Pfeile irgendwie, keine Ahnung. Steht da oben und nochmal. Einen großen Pfeil. Hey, du darfst ihn nicht töten. Goblin-Krieger sogar. Ist er tot? Nee, ne? Komm. Jetzt. Ich sehe zwar nichts, aber okay. So, rein da. Dann holen wir dich da oben mal. Ich kann nämlich auch schießen. Letzter Schuss, denke ich mal. Ja. Sehr gut. Na toll, jetzt müssen wir da irgendeine Combo rausfinden. Denke ich mal. Hä, ich verliere auch irgendwie Leben, oder? Schießt mich irgendwo jemand ab? Nee, ne? Achso, ich verliere auf dem Stein Leben. Hä? Ja.
Ah, da unten steht doch was. Ah. Ich kriege jetzt einen zweiten da weg. Erschreck mich nicht dafür. So, dann der da. So, jetzt habe ich es verstanden. Sehr gut, dann der nochmal. Nirgendwo falsch drauf am besten. Kann ich da jetzt drauf? Ja, sehr gut. Oh. Oh, oh. Hätte ich doch mal bloß einen Heiltrank mit, doch mitgenommen. Was bist du? Komische Magierin. Oh, oh. Ah, ich brauche einen Trank. Da. Wie nehme ich einen Trank? Ich habe es vergessen, wie ich einen Trank nehme. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Ja, ich bin gestorben. Mission. Erneut spielen. Mann. So, jetzt gucke ich mal hier alles nochmal durch. Ist ja auch lange her. Okay, Heiltrank F habe ich noch gedrückt. Ich habe wirklich F gedrückt. War aber, glaube ich, zu spät. Du musst meine Schätze finden. Ja, ja, mache ich schon. Ich vermute, dass die Banditen sie irgendwo da drinnen verstecken. Die Situation